So, hier ist nochmal Metzgerman. Und ich wollte jetzt gerade nur nochmal erklären, wie genau die Ansteuerung dieser einzelnen Dots erfolgt, weil das hatte ich im letzten Video eigentlich gar nicht so wirklich erklärt. Und das ist eigentlich nicht schwer. Es ist quasi eine H-Brücke für jeden Dot. Und ich zeichne gerade einfach mal das Schaltbild auf. Man hat hier ja den Flip-Dot, das ist einfach eine kleine Spule. So. Und dann hat man hier den FP2800A. Und der kann entweder als High-Side-Switch oder als Low-Side-Switch benutzt werden. Und das wird über diesen Dateneingang ausgewählt. Das heißt, man kann über diesen Dateneingang dann quasi sagen, okay, ich möchte den dort entweder gelb oder halt eben schwarz geflippt haben. Je nachdem, wie rum er dann die Spule quasi ansteuert, mit welcher Polarität. Der Chip kann jetzt zum Beispiel als Low-Side-Switch benutzt werden. Dann ist es hier ein NPN-Transistor, der den einen Pol des Flip-Dots nach Masse schaltet. So. Oder eben, je nachdem wie der Dateneingang gesetzt ist, entsprechend auch als High-Side-Switch. Dann hat man hier einfach einen PNP-Transistor, der entsprechend nach VS geschaltet ist. So, daher muss der Chip auch diesen 19 Volt VS bekommen, damit er den Pixel entsprechend auch ansteuern kann. So, die sind hier dann verbunden, gehe ich zumindest stark von aus. Das ist hier alles in diesem Chip drin hier. Diese ganze Geschichte. So. So. Auf der anderen Seite wird das gleiche gemacht, allerdings eben auf der Steuerplatine. Das heißt, wir haben quasi diesen Steckverbinder hier nochmal dazwischen. Da sind dann entsprechende Transistor-Arrays auf der Steuerplatine, die auch entsprechend in NPN und in PNP ausgeführt sind. So. Und hier. So, die sind diesmal nicht verbunden, sonst könnte man ja nicht wählen zwischen gelb und schwarz. Ich weiß jetzt nicht, was ist. Ich sage jetzt einfach mal, das hier oben ist gelb und das untere ist schwarz. So, wie das Ganze jetzt genau funktioniert, ist quasi ganz einfach. Ich schreibe auch mal hier hin, plus 19 Volt. So, und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel den Dot auf gelb stellen möchte, dann muss hier an diesem Pol von der Spule muss Plus anliegen und hier Minus. Das heißt, man wählt entsprechend bei dem FP2800A aus, dass er den Low-Side-Switch nutzen soll, sodass quasi dieser Pfad hier geschlossen ist, dieser hier ist offen, sonst hätten wir ja einen Kurzschluss, das wäre nicht so gut. Und entsprechend sagt man dann hier, okay, gelb, ich nutze hier den High-Side-Switch. Das heißt, wir haben hier die Plus 19 Volt, die gehen hier rein, durch den Dot, und hier nach Masse, das heißt, wir haben Plus und Minus. Wenn ich jetzt schwarz schalten möchte, dann sage ich dem FP2800A, okay, nutze den High-Side-Switch. Entsprechend, dann ist der offen, der geschlossen. Das heißt, wir haben hier Plus 19 Volt, gehen hier rein. Diesmal ist dann hier Plus und entsprechend hier Minus, weil der dann geschlossen wird. Das heißt, so kann man ganz einfach die Polarität dieser Spule ändern, ohne dafür eine extra symmetrische Versorgung zu benötigen. Natürlich hat man jetzt nicht für jeden Dot hier einzelne Transistoren. Das ist ja entsprechend durch das Multiplexing, also das Aufteilen in Zeilen und Spalten, braucht man quasi nur für jede Zeile einmal dieses Paar und für jede Spalte quasi einmal dieses Paar. Das hier ist entsprechend alles in diesem Chip drin und diese ganze Elektronik, die ist entsprechend für jede dieser, in dem Fall 14 Zeilen, bei manchen anderen Matrizen sind es 16 Zeilen, sind die entsprechend auf der Steuerplatine. Das heißt, man kann mit überschaubarem Schaltungsaufwand eigentlich eine ziemlich große Matrix ansteuern und das ist, finde ich, ziemlich genial gelöst.